Ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Heute baue ich mir die Halter für meine Zwingen, endlich. Ja, dafür hatte ich auch die gesamte Wand hier an meiner rechten Seite freigelassen. Und ich werde natürlich heute so die Halter so bauen, dass ich nicht die Zwingen nebeneinander aufhänge, sondern die sollen von der Wand in den Raum aufgehangen werden. Übrigens, das Material, was ich verwende, das sind alles Reste aus den vergangenen Projekten. Ich wollte mir nichts Neues kaufen, deshalb habe ich mich jetzt auch für diese Bauweise entschieden, damit ich auch das Material weg habe, was hier rumsteht. Und ja, hoffentlich wird es trotzdem schön. Mal schauen, lassen wir uns so überraschen. So, das 6er-Pack hier hat 31 cm, machen wir mal 32 cm. Da ich 5 verschiedene Längen habe, werde ich mir 5 Kanthölzer zuschneiden in der Länge von 32 cm. Das haben wir gesagt, 36, ne? Ja, ich habe jetzt vorne so einen schrägen Schnitt reingemacht, damit das nicht so klobig aussieht. Ich hoffe, dass das dadurch ein bisschen besser aussieht, aber naja, selbst wenn nicht, ist jetzt auch nicht schlimm. Die Säge hat es natürlich jetzt nicht bis zum Ende geschafft. Den Rest mache ich dann mit der Japansäge. So, die Sperrholzplatte, das Kantholz hier drauf, von hinten verschraubt. Jetzt muss ich nur gucken, wie lange ich die haben will. Ja, so circa, ja, machen wir 30 cm. 30 cm, auch hier von 5 Stück. So, jetzt müssen wir natürlich nur noch die Markierungen machen, dass wir das auch wirklich mittig verschrauben. Sekunde. Hier 50, 25, 25. Ja, passt doch. Haha. Muss nur noch hier bei dem Maß darauf achten, dass ich da meine 50 habe. Genau. Einmal in die Mitte reindrehen. Machen wir 3 Schrauben rein. 1, 2, 3 über die Diagonale und dann sollte das völlig ausreichend sein. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das auch wirklich was bringen wird, ob die das ganze Gewicht halten können. Machen wir oben erstmal eine Schraube.
rein. Also mich selber dranhängen würde ich nicht. Weiß nicht, ob ich hier in die Mitte noch eine Schraube. Ja, doch, komm. Da knall ich noch eine Schraube rein. Na. Mein Freund. Also ich weiß nicht, ob ich dem Ganzen hier vertrauen soll. Es sieht ja stabil aus, aber das Gewicht, das, was da drauf ist, das sind schon einige Kilo. Und ich gucke mir das Ganze so an. Klar, es wackelt, aber was ist los? Es ist aber stabil. Gut, wenn es fällt, dann ist es halt echt schade. Jetzt muss ich das noch mit den anderen Zwingen machen, mit den anderen Längen, und dann hätten wir es geschafft. Oh wei. So, eins nach dem anderen. Aber für heute ist erstmal Feierabend. Gestern Abend habe ich die Kamera ausgemacht. Für mich war eigentlich Feierabend, aber ich konnte es wieder nicht sein lassen. Habe die restlichen Halter an die Wand montiert. Heute die Zwingen nach Länge sortiert und aufgehangen. Auf der rechten Seite der Wand, da ist mir jetzt ca. 1,10 Meter Platz übrig geblieben. Da kommen meine Einhandzwingen hin. Die Halter dazu baue ich natürlich wieder aus irgendwelchen Resten, die ich hier rumliegen habe. Unter anderem diese Kanterhölzer, wo wirklich tiefe, dicke Löcher drin sind. Die werde ich natürlich raussägen. Und die restlichen Sperrholzstücke von den anderen, das sind auch nochmal 5 Stück, die werde ich auch dafür nehmen. Es wird nichts anders sein als das. Also schneiden wir erstmal hier die ganzen schlechten oder unbrauchbaren Stellen raus. Und dann gucken wir mal, was wir daraus zaubern können.
All meine Zwingen hängen jetzt an der Wand, schön übersichtlich. Ich freue mich auch wirklich in Zukunft, dass ich endlich mal mit normalen Projekten beginnen kann, wo ich auch die Zwingen endlich einsetzen kann. Weil ich hatte mir überlegt, erstmal die Wand fertig zu machen und dann mit den guten, schönen Projekten zu beginnen. Liebe Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Ali. Ciao.